Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Klitzekleine Prognose, also die Zusammenfassungen, aber mit Schalte, dass es die ganze Zeit hin und her geht zwischen den Stadien. Und ansonsten, wenn euch die anderen Gruppen noch interessieren, ich habe auch ein Video gemacht, in dem ich die Kicker-Tabellenrechner-App sozusagen nutze und schaue, wer kann noch weiterkommen, wer fliegt raus. Guckt das Video auch gerne an, ansonsten geht's jetzt hier los. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Zwei Spiele stehen noch an in der Gruppe mit Bayern, mit Barcelona, mit Benfica Lissabon und mit Dynamo Kiew. Und der FC Bayern ist sicher weiter, Dynamo Kiew ist sicher ausgeschieden. Barcelona oder Benfica? Wer zieht in die Champions League K.O.-Phase ein? Wer geht in die Europa League? Der FC Bayern mit gutem Start. Hier, auch wenn es tatsächlich eben nicht mal mehr um die Tabellenführung geht, die ist auch schon klar. Man möchte perfekt durchlaufen mit 6 Spielen und 18 Punkten und das demonstrierten sie hier direkt. Müller mit der Flanke, Niklas Süle auf dem zweiten Pfosten. Steigt am höchsten und macht das 1:0 in der 8. Spielminute. Das begeistert sicherlich nicht nur die Fans des FC Bayern München, sondern auch die von Benfica Lissabon. Und die, wie gesagt, hatten Dynamo Kiew zu Gast. Und eine Niederlage des FC Barcelona würde Benfica so richtig gut schmecken. Dann müssten sie zu Hause den Dreier selber einfach nur holen. Aber Dynamo Kiew war durchaus forsch und mutig. Sie hatten ja schließlich auch nichts mehr zu verlieren. Wenngleich es hier eine Abseitsposition ist, die Akzente, die nach vorne gingen, aber meistens hier von Dynamo Kiew aus. Benfica Lissabon wirkte doch etwas nervös, auch wenn die Bayern ja eben schon führten gegen den FC Barcelona. Dann wieder Dynamo Kiew, wieder abseits. Es gab nicht so richtig Highlights hier rauszuarbeiten. Benfica konzentrierte sich darauf, erstmal sicher zu stehen. Ein Tor könnte man ja immer noch schießen. Wie sah das in München aus? Dann das erste Mal auch der FC Barcelona. Upamecano mit dem Fehler. Depay raus zu Coutinho. Depay! Aber abgefälscht der Schuss von Hernandez in der 28. Spielminute, der da mit der Hacke dran ist. Der geht knapp am Tor vorbei. Barcelona also ergab sich hier nicht kampflos und hoffte nicht nur auf Schützenhilfe in Lissabon von Kiew. Aber der FC Bayern zielstrebiger und erfolgreich. 39. Minute 2:0. Für die Elf von Julian Nagelsmann, Ter Stegen das zweite Mal an diesem Abend bereits geschlagen. Der FC Barcelona aber dann wieder Depay an das Quergebälk. Was für ein Schuss. Es war tatsächlich kein schlechter Auftritt von Barca, aber hinten waren sie doch ziemlich anfällig und so ging es mit dem 2:0 Rückstand aus spanischer Sicht in die Pause. Schauen wir noch in die erste Hälfte hinein bei Benfica. Aber wieder nur Dynamo Kiew. Die in weiß gekleideten Gäste machten es viel besser. Und dann gab es auch die Möglichkeit, auch wenn es nicht wirklich richtig gefährlich wird. Benfica ließ eben auch nicht viel zu, aber nach vorne musste langsam mal was kommen. Und das taten sie dann auch über die rechte Seite mit Gilberto 5 Minuten vor der Halbzeit. Der schirmt den Ball ab, bringt ihn dann zu Rafa, die Flanke auf Everton. Da muss man sich dann vielleicht auch trauen, selber mal zu schießen vorher schon. Jetzt steht dann wieder einer davor. Es kommt nicht zu einem gefährlichen Abschluss. Benfica aber wurde vor der Pause eben nochmal stärker. Da kamen sie nochmal mit Remschuk, der den Ball nochmal rauslegt. Gilberto, Rafa, Remschuk auf Joao Mario. 45. Minute, dann doch
noch der Führungstreffer für die Portugiesen. Noch gefeiert vom Stadionsprecher, es wurde danach nicht mal mehr angepfiffen. Es ging also in die Pause mit 1:0 und was das bedeutet, das schauen wir uns kurz in der Analyse an. Ja, Stand jetzt würde Benfica mit diesem Ergebnis weiterkommen, Barcelona wäre raus, die anderen beiden Plätze, ja, die standen eh schon fest, aber schauen wir in Durchgang 2. Durchgang 2 läuft der FC Bayern nach vorne wieder mal. Sehr gut gestartet, Serge Gnabry, Thomas Müller, 3:0, 51. Minute und jetzt galt es aus Barcelona sich tatsächlich eigentlich nur noch hier Schadensbegrenzung zu betreiben, sich nicht vollends zu blamieren und zu hoffen, dass Kiew noch ausgleicht, ansonsten wäre man tatsächlich raus aus der Königsklasse. 55. Minute, der nächste Abschluss. Und man konnte es eigentlich nochmal unterstreichen, so schlecht war der FC Barcelona nicht. 3:0 schon ziemlich happig, defensiv eben sehr anfällig und vorne nicht kaltschnäuzig genug. Das machte Bayern einfach viel besser. Über eine Stunde schon gespielt. Lewandowski und halten Sie sich fest! 4:0, Tolisso, Fall. Rückzieher, beziehungsweise eher Seitfallzieher über Ter Stegen hinweg. In Lissabon nahm man das nämlich sicherlich sehr gerne entgegen. Deswegen schauen wir auch mal wieder vorbei. Everton über die linke Seite. Ja, Remchuk 2:0. Benfica Lissabon. Es wurde immer deutlicher. Die Konturen, sie schärften sich in Richtung Barça out, Benfica in. Und fast parallel als auf dem Platz in Bayern das 4:0 fiel, hier Benfica mit dem dritten Tor. Everton mit dem nächsten Streich. Und dass sich hier nochmal was ändern sollte, das war eigentlich nicht mehr zu erwarten. Aber Barcelona kämpfte sehr tapfer mit Dembélé, Manuel Neuer, aber nicht zu überwinden. An diesem Mittwochabend, ja, der hätte gut gepasst, der Ball. Im kurzen Eck muss Neuer dann allerdings auch da sein. Die defensive Anfälligkeit von Barca, wir hatten darüber mehrmals bereits gesprochen. Hier nochmal unterstrichen von Thomas Müller, 5:0 in der 79. Spielminute. Es war hier also alles entschieden in der 90. Minute. Dann zumindest noch die Chance zum Ehrentreffer. Hernandez dazwischen. Nein, auch das sollte nichts mehr werden für Barcelona. Und so langsam mussten sie sich damit abfinden, dass es nicht zum Weiterkommen reichen würde. Schauen wir nochmal in Lissabon vorbei. Die Schlussphase einer Partie, die tatsächlich lange gebraucht hat, um anzulaufen. Aber dann war Benfica stark drauf und Rafa ganz knapp vorbei am rechten Pfosten. Um ein Haar noch der dritte Treffer. Nein, gar der vierte wäre es ja gewesen. 3:0 stand es ja bereits zu diesem Zeitpunkt. Und dann lief die Zeit einfach nur noch runter. Es gab 3 Minuten nochmal obendrauf und diese Zeit überstand Benfica Lissabon unbeschadet. Die Fans feierten. Benfica geht mit Bayern in die K.O.-Phase der Champions League. Dynamo Kiew raus und der FC Barcelona muss sich mit der Europa League begnügen. Enttäuschung bei Marc-André Ter Stegen. Der FC Bayern feiert. Wir sehen es. Tatsächlich die perfekte Bilanz, 6 Spiele, 6 Siege. So kann man mal in den Winter gehen. Der FC Bayern München erledigt also seine Hausaufgaben und dann doch unter dem Strich überraschend. Barcelona überwintert nicht in der Champions League. Jo, das soll's gewesen sein mit dieser Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.